Also seht man es schon, oder Ja. Glaub's nicht. Mommy and Daddy to be. Herzlich willkommen. Natürlich bleibt unsere crazy Art noch. Das werden wir auch haben, wenn wir ein Kind haben. Mir furzegal. Willkommen zu unserem Video. Willkommen zur TV-Show. Wir haben uns da extra organisiert mit Kaffee, mit Tee, sogar Mikrofone. Alles nur professionell. Ja, wir werden euch heute auf jeden Fall einige Updates geben bezüglich der Schwangerschaft, weil es war ja sehr, sehr, sehr unerwartet, würde ich jetzt mal sagen, weil ich glaube, man erwartet das einfach nicht von uns, weil wir so crazy sind. Obwohl eigentlich haben wir ja alles. Wir haben eine Wohnung, wir haben geheiratet, wir haben alles. Und ja, aber wir haben uns natürlich gefreut. So, wollen wir einfach mal random kurz alles erzählen und dann gehen wir auf die Fragen ein. Redaktion. So, also ich werde so kurz die wichtigsten Fragen, was ich denke, was man wissen will, sagen. Und zwar bin ich in der 18. Schwangerschaftswoche. Ich weiß, ich habe einen sehr kleinen Bauch, aber ich war auch schon bei der Kontrolle. Es ist alles gut. Ich habe einfach einen kleinen Bauch. Was soll ich tun? Ja, ich war an der Hochzeit schon schwanger. Ich wusste es aber nicht, also wir wussten es nicht. Ich war schon im Juli schwanger, ich wusste das aber nicht. Und wir haben es erst im Mitte August erfahren. Leute, Diana und Vanessa hatten Geburtstag und wir hatten so einen kleinen, ja, so 14. August. 14. August, genau. Und wir hatten so ein kleines, ja, so eine kleine Party organisiert, so Grill und so weiter. Eine Fete. Eine Fete. Und Also ich habe. dir war schlecht, glaube ich. Ich hatte mega Magenschmerzen, also so Sodbrennen. Aber das war eigentlich nicht der Auslöser. Ich hatte 2 Tage, war ich überfällig und ich bin eigentlich immer sehr pünktlich mit meiner Periode. Und das habe ich dann Nadi auch so gesagt. Und dann sind immer mehr Punkte dazugekommen. Und ja, nach dieser Fete fuhren wir nach Hause. Und da habe ich einfach Adriana gefragt, ob wir einfach so einen Test kaufen sollen. So, es gibt hier so Automaten, gleich am Bahnhof. Und wir fuhren dahin, haben einen Test gekauft. Und ich habe noch gesagt, ich so, nee, es war Sonntag. Ich so, nee, bitte nicht. Es war Sonntag um 2 Uhr oder so. Und der sagt so, ja, komm, wir gehen jetzt einen Test kaufen. Ich so, nee, ich habe irgendwie gar keinen Bock, wenn ich das jetzt erfahren muss. Nicht, dass das schlimm ist, aber es ist natürlich eine Aufregung. Und es ist einfach Sonntag. Ich muss noch warten bis Montag, weil ich will wissen, wie es dem Kind geht, weil ich war ja noch im Urlaub. Ich habe sehr viele Sachen gemacht, die man in der Schwangerschaft nicht darf. Und ich so, nee, bitte gehen wir erst morgen. Er so, nee, nee, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt. Ich war nie nicht ready, aber ich war auch nie ready für so für ein Kind halt. Ja, keine Ahnung, du bist automatisch dann wie ready. Du freust dich, aber es war schon ein Schock, weil wir hatten ja anderes vor, die Weltreise und so Es war weiter. einfach so ein Schock, weil es so, keine Ahnung, wir haben erst gerade geheiratet und Ich wollte das eigentlich. Wenn es ja. passiert, dann passiert es nicht geplant. Und das wollte ich. Also mein Wunsch geht in Erfüllung. Wir haben uns ab diesem Moment dann auch mega gefreut. Natürlich, also ich habe jetzt bis jetzt noch nie so Ängste gehabt, wenn ich ehrlich bin. So, weil wir haben, wie gesagt, eine Wohnung, wir sind verheiratet. Ich bin mir sicher, dass Nali der Vater meiner Kinder wird oder werden soll. Und ja, deswegen war es für uns eigentlich nur noch schön. Ab diesem Moment, Leute, als hätte, kennt ihr das, wenn ihr euch irgendwo verletzt und ihr seht das, dann erst tut es weh? Genau so ging es mir. Nächsten Tag war mir einfach übel. Das hatte ich vorher nicht. Ich hatte wirklich nur die Periode, die ausgefallen ist, 2 Tage.
Und ab diesem Moment, als ich das wusste oder wir wussten, war mir einfach übel. Und dann hat die Horror-Story begonnen, Leute. Viele Fragen waren, ob ich typische Schwangerschaftssymptome hatte. Ich würde mal sagen, ich habe, glaube ich, jede Kleinigkeitssymptom, die eine Schwangere haben kann. Also ich hatte am Anfang, also ich leide an Hypermesis, das ist, wenn man über 6 Mal oder 10 Mal am Tag erbrechen muss. Und das hatte ich leider, also wirklich in der 5. Woche, also mega früh, habe ich schon daran gelitten. Und es war mega schlimm auf jeden Fall, mir war so schlecht und ich musste wirklich alles, was ich zu mir genommen habe, musste ich rauskotzen. Und dann hat Nadine entschieden, dass ich ins Krankenhaus gehe und dort einfach ein bisschen Zusatz bekomme mit Infusionen. Was vermuten wir, was es ist? Wir wissen es erst morgen. Ihr werdet dieses Video heute Sonntag sehen, Montag werden wir es erfahren, ja, hoffentlich. Ja, ja, ja. Also ich weiß, dass jeder immer sagt, und es ist auch so, Hauptsache gesund, aber man hat irgendwie immer so einen Wunsch. Ja, keine Ahnung, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich wünsche mir so irgendwie ein Mädchen, weil so Prinzessin und so süß. Aber Junge ist auch cool, weil man kann dann mit ihm Fußball spielen oder keine Ahnung, einfach diese Sachen, die man auch gerne macht oder gemacht hat. Dann, also ich denke, es ist ein Junge, so sind einfach meine Hormone momentan. Ich wünsche mir natürlich, dass es gesund ist. Ob Mädchen oder Junge, keine Ahnung. Ich finde beides cool. Wir werden auch wahrscheinlich beides haben, weil wir werden auch mehrere Kinder machen. Natürlich ist die Frage, wie werden eure Kinder mit der Religion groß? Christin, er ist Muslim. Aber wir zwei, also ich vergesse voll oft, dass Nali überhaupt eine andere Religion hat, weil wir spüren das irgendwie gar nicht. Es denkt einfach jeder für sich. Deswegen denke ich, wir werden unsere Kinder einfach so erziehen, dass sie an was glauben. Sie werden bestimmt beide Religionen kennen, aber wir werden sie nicht in eine Religion leiten. Deswegen, wenn sie erwachsen sind, können sie das selber entscheiden. Sie wissen von beiden Religionen. Sie wissen, dass es was gibt, was größer ist als wir. Und ja. Für mich ist auch wichtig, dass sie an was glauben, weil ich meine, der Glaube, der führt dich zum richtigen Weg, sage ich jetzt mal, ob Christ, Muslim oder Juden und alles drum und dran. Aber er soll einfach ein Mensch sein, der anderen Menschen hilft oder sie. Und ja, das ist wichtig. Die häufigste Frage ist auch, war die Schwangerschaft geplant? Nein, sie war nicht geplant. Aber umso schöner. Ist gut so. Welche Woche hast du deine Schwangerschaft bemerkt? Ich war in der 4. Woche, Leute. Also sehr, sehr, sehr früh. 4. Woche. So, die nächste Frage ist, wie hast du deinen Bauch versteckt? Wie gesagt, mein Bauch ist sehr klein. Ich habe natürlich meinen Bauch ein bisschen eingezogen, damit ich will ja nicht, dass ihr das schon erfährt, ohne dass ich es angekündigt habe. Deswegen habe ich auch ein paar Mal meinen Bauch reingezogen. Aber ich habe ja wirklich sehr wenig Bauch, deswegen war das eigentlich gar nicht oft nötig. Und ja, so konnte ich meinen Bauch verstecken. Tutorial, wie versteckt man einen Schwangerschaftsbauch? Das war der erste Gedanke. Leute, als ich diesen Strich gesehen habe, habe ich so gedacht, oh mein Gott. Ich muss sagen, ich habe davor einige Sachen gemacht, die ich natürlich gemacht habe, weil ich nicht wusste, dass ich schwanger bin. Und der erste Gedanke, ich habe Alkohol getrunken, wir waren in den Urlaub. Ich habe rohe Fisch gegessen, ich habe mir ein Tattoo stechen lassen, ich habe ein Tattoo weglasern lassen, also sehr, sehr, sehr gefährlich eigentlich. Aber mein erster Gedanke war, oh mein Gott, geht es dem Baby eigentlich gut? Weil ich wusste, ich war kein Halal in dieser Zeit und deswegen, das war mein erster Gedanke, so, oh mein Gott, ist alles gut? Und ich habe am nächsten Tag direkt einen Termin gemacht und sie hat uns direkt bestätigt, dass alles gut ist. Und deswegen, es ist auch jetzt immer noch alles gut, Gott sei Dank. Wir hatten auch schon die Nacken-, Rücken-, Nackenfaltenmessung, also das ist auch alles gut. Also das Kind ist gesund bis jetzt, zum Glück. Und deswegen geht es mir auch mega gut, weil das hätte ich mir nicht verzeihen können. Obwohl man halt auch nicht weiß, dass man schwanger ist, weil sonst würde man das ja natürlich auch nicht machen. Auf was habe ich Lust? Auf was muss ich verzichten? Also Nali ist ganz, ganz schlimm. Nali ist wie ein Polizist. Ja. Ich halte ihn am wenigsten aus. Deswegen denke ich, dass ich einen Junge habe, weil ich denke mir so, ich habe zu männliche, also viele männliche Hormone und deswegen kann ich ihn manchmal nicht leiden.
Was denkt ihr? Und ich habe auch andere Sachen, wo ich mir denke, ich habe, glaube ich, einen Junge. Egal, egal. Also ich bin natürlich auch mega vorsichtig, aber so einen Schluck Red Bull manchmal, einmal im Monat, lässt er nicht. Ja, auf jeden Fall ist Nadia ein riesen Polizist. Ist ja eigentlich auch gut, aber ich finde manchmal so, habt doch kein rohes Fleisch, keine rohen Eier und so Sachen finde ich schlimm, aber jetzt ein Red Bull. Ein Schluck. Du darfst ja nicht mal so machen bei mir so. Ja, ich mach's auch ohne dich. Kurz, ich weiß, dass das auch oft gestellt wird, wie wir verhütet haben. Das ich muss ganz kurz mit der Redaktion besprechen, ob wir diese Frage reinschneiden dürfen. Okay. Ja, auf jeden Fall, es war privat und so, aber ich finde es auch noch wichtig, dass ihr wisst, wie es passiert ist. Wir haben einfach aufgepasst und es ist trotzdem passiert. Einfach nur so, dass ihr es wisst. Dass ihr aufpassen sollt. Komm, wir sind ja alle erwachsen hier, also das... Ja, also, es ist ja kein Gottesgeschenk, einfach Jesus hier. Kam ja, der Vogel kam ja nicht vorbei, also... Oh mein Gott, wann ist der Geburtstermin? Das ist, ich höre von der Redaktion, dass es die letzte Frage ist, weil... Eventuell. Es ist, Datum ist ja unsicher, aber es ist ein Widder oder, ja, Widder. Ein Mädchen oder ein Junge, auf jeden Fall Mitte April. Es ist Widder, Löwe, Löwe, Widder, Jungfrau noch dazu. Nein. Falls alle wissen wollen. Und der Mond, der ist dann voll. Und ob ich das Kind spüre, ich habe es noch nicht gespürt, aber ich habe einmal gespürt, wie es Schluck auf hatte. So. Sie denkt, es war Schluck auf? Auf. Schluck auf. Ich denke, es waren Blähungen. Nein. Leute, jeder, der schwanger war, weiß, was Schluck auf ist und was eine Blähung ist. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was hier drin vorgeht. Es hat so mal. Duck, 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 duck. Ja. Duck, das so ist kein Blähung. So klingt es bei mir, wenn ich Durchfall habe. Also Respekt, was hier durchmacht. Wirklich, Dame? Ja, Mann, Männer auch. Weil, ja, gut, das stimmt. Oh mein Gott, ich habe natürlich noch Stimmungsschwankungen, aber ich finde, ich mache es eigentlich gut. Nein, Leute, ich bin eigentlich voll gut drauf. Du machst mich einfach wütend, weil er immer so dumme Fragen stellt für mich. Aber ansonsten finde ich, ich bin voll gut drauf, obwohl es mir so schlecht geht. Ja, Dame. Du machst es mega gut. Du Schabrat! Schlägle. Waren das, glaube ich, die Fragen. Ansonsten gibt es natürlich immer wieder Fragerunden auf Insta. Aber das war so das Gröbste. Wie haben unsere Eltern reagiert? Werden wir noch ein Video reinschneiden? Unsere Familien und wer auch immer, Freunde. Ich schneide jetzt sehr, sehr schnell das Video. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschö. Die Redaktion sagt mir gerade, dass ich helfen muss.